Ja, zunächst einmal herzlich willkommen bei unserer aktuellen Ausgabe dieser Green Lectures. Das ist für uns noch ein relativ neues Online-Lunch-Format der FH Wien, der Wiener Wirtschaft oder konkret dem Weiterbildungsbereich mit dem Namen Vienna Management Academy. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Was versteht man darunter? Warum ist es relevant? Warum ist es jetzt relevant? Und vor allem, welche Vorreiter es in diesem Bereich bereits gibt. Und ich kann Ihnen garantieren, es gibt hier Beispiele in der Präsentation und Namen, die Ihnen ein Begriff sind oder möglicherweise in Zukunft ein Begriff werden. Und besonders freuen wir uns, dass wir auch diesmal einen ausgewiesenen Experten und Pionier in Sachen Kreislaufwirtschaft für unseren Vortrag, für unsere Green Lectures gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Reinhard Backhausen. Grüß Gott. Der Herr Backhausen und viele, die in Wien sind, werden seinen Namen möglicherweise eh kennen. Er war Geschäftsführer von Backhausen Interior Textiles und hat in der Zeit von 2008 bis 2012 sein Unternehmen komplett auf Cradle to Cradle umgestellt und war damit wirklich einer der Pioniere zum Thema Kreislaufwirtschaft in Österreich. Und was Cradle to Cradle bedeutet, das wird er uns dann noch im Detail erklären. Momentan ist er Vorstandsmitglied der Plattform für Kreislaufwirtschaft oder auch Circular Economy Forum Austria. Er berät immer wieder das Klimaministerium zum Thema Kreislaufwirtschaft und hält Vorträge oder ist auf Panels zu Gast, wenn es um die praktische Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in Industrie und Handel geht. Wie Sie sehen, der Herr Backhausen verbindet einerseits die theoretischen Grundlagen und auch die praktische Umsetzung und das zu einem Zeitpunkt, wo die Materie noch nicht in aller Munde war. Und genau das verbindet den Herrn Backhausen mit uns, der FH Wien bzw. der Vienna Management Academy. Mein Name ist Heidrun Kopp und ich leite seit mehr als 1,5 Jahren das Weiterbildungsangebot zu ESG und Sustainable Finance an der FH Wien, der WKW. Meine Expertise habe ich in vielen Jahren im Finanzbereich erworben und unter anderem auch beim Institut für nachhaltiges Finanzwesen, kurz INAFINA. Das heißt, ich beschäftige mich ähnlich wie der Herr Backhausen schon seit vielen, vielen Jahren mit dieser Materie. Interesse und Freude an Online-Formaten hat mir quasi Corona beschert, spätestens seit ich den Podcast Green Money Talks betreibe. Warum beschäftigen wir uns als Hochschule mit diesem Thema? Die Unternehmen benötigen zum Thema ESG und Sustainable Finance zunehmend mehr Know-how. Man sieht das einerseits an den Jobpostings, die Sie auf LinkedIn sehen oder auch in Zeitungen. Und auf der anderen Seite benötigen Unternehmen verstärkt erfahrene Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sich zusätzliches ESG und Sustainable Finance Know-how aneignen, sich quasi requalifizieren. Stichwort ist Lifelong Learning und für die, die mit dem Thema schon befasst sind, das betrifft das S von ESG. Für uns war unter anderem auch eine Arbeitshypothese, ob wir nicht möglicherweise vor dem nächsten Mangelberuf, nämlich Mangelberuf ESG-Experte oder Mitarbeiter mit Nachhaltigkeitsexpertise stehen. Warum kommen wir zu dieser Hypothese, zu dieser Annahme? Man kann davon ausgehen, dass mit der Implementierung dieser neuen nicht finanziellen Berichterstattung der CSRD in Zukunft nicht nur an die 100 Unternehmen in Österreich damit befasst sind, sondern bis zu 2000 Unternehmen. Und da ist noch nicht mit eingerechnet, dass wenn ich etwas berichte, dass ich ja vorher Abläufe, Prozesse, Strukturen benötige. Das heißt, ich brauche Wirtschaftsprüfer, die ein Testat darüber abgeben, aber auch Berater, die die Fachkräfte begleiten, um
alle diese Notwendigkeiten im Unternehmen umzusetzen. Und es wird Sie also nicht überraschen, dass wir als FH ein maßgeschneidertes Angebot dafür haben, und zwar je nach Funktion, nach Position und Karriereambition. Und ich werde jetzt schauen, ob ich Ihnen die eine Folie, die gestatten Sie mir, dass ich Ihnen die zeige, dass ich Ihnen das zeige, was wir hier vorbereitet haben. Schauen wir mal. Linda, kannst du mir ein Signal geben, ob man die Präsentation so sieht, wie ich es gerne hätte? Ja, es ist im Präsentationsmodus. Passt. So, und ich hoffe, dass Sie jetzt genau die Folie sehen, genau die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Das heißt, wir haben ein Programm, ein akademisches Programm entwickelt, vorbereitet, das aus 4 Teilmodulen besteht, beginnend von einem kompakten 6-Tages-Training, das man in 3 bzw. in 6 Wochen an je 2 Tagen absolvieren kann, bis zu einem einsemestrigen, zweisemestrigen und letztlich dann auch, wenn ich das so sagen darf, die Königsklasse, ein MBA. Details dazu gebe ich Ihnen dann noch im Laufe der Veranstaltung. Uns ist dabei wichtig, dass wenn wir von Sustainable Finance sprechen, dass es hier um einen Fachbegriff handelt, der sämtliche Notwendigkeiten der Implementierung von Nachhaltigkeit und CSR betrifft, auch Biodiversität, betrifft Lieferkettengesetz und betrifft zum Beispiel auch Kreislaufwirtschaft umfasst und nicht nur diesen engen Sinn des Finanzierens. Doch zurück zu unserem Format, den Green Lectures. Wir wollen hier einmal im Monat Ihnen, um in der Social-Media-Sprache zu sprechen, sogenannte Sneak Peeks geben zu den Inhalten, die Sie bei unseren Weiterbildungsangeboten dann im Detail bekommen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr Interesse und vor allem auch Vorhang auf für den Herrn Backhausen und die Kreislaufwirtschaft. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte schreiben Sie diese im Chat. Wir behandeln sie dann im Nachgang. In diesem Sinne viel Vergnügen und Herr Backhausen, the floor is yours. Sehr gut. Vielen herzlichen Dank. Ich soll lange bleiben, weil ich habe kein Daten. Entschuldige, ich habe jetzt nicht gehört, wer was sagt. Wer hat sich hier zu Wort gemeldet? Offensichtlich nicht. Entschuldigen Sie, Herr Backhausen, bitte. Ja, kein Problem. Also ich begrüße mal alle Teilnehmer sehr herzlich. Ich danke für die Einladung, Frau Dr. Kopp, zu dieser Session hier. Und wie Sie ja schon gesagt haben, ich bin wirklich einer der Pioniere der Kreislaufwirtschaft in Österreich. Ich habe 2008 begonnen damit. Damals hat noch mich jeder für verrückt erklärt und hat gesagt, na, was willst du eigentlich mit dem? Wir waren zugegebenerweise 10 Jahre zu früh, aber heute ist die Zeit reif dafür. Ich habe sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, nicht nur damals bei der Einführung, sondern eben auch jetzt in den letzten Jahren und unterstütze mit meiner Consulting-Firma ja zahlreiche internationale und nationale Firmen bei der Implementierung dieser Kreislaufwirtschaft. Und das hilft vielen sehr, weil die meisten haben nicht wirklich ein Gefühl, wie man das machen soll. Ja. Im Prinzip handelt es sich bei der Kreislaufwirtschaft wahrscheinlich um das Wirtschaftssystem der Zukunft. Es wird ohne so einer Kreislaufwirtschaft in Zukunft nicht gehen, die aber auf jeden Fall kombiniert sein wird mit der Digitalisierung, mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Das wissen wir zwischenzeitlich auch. Die Ressourcen sind enden wollend, wie wir alle wissen. Das haben noch nicht alle Politiker verinnerlicht, international, aber es ist eine Tatsache und wir müssen mit diesen Ressourcen sehr sorgsam umgehen und müssen schauen, dass wir eben diese Nicht-Abfälle, die ja Wertstoffe sind, eigentlich diese Rohstoffe im Kreislauf halten und uns immer sehr genau überlegen, was wir damit machen. Über den UN-Aktionsplan brauche ich, glaube ich, nicht lange sprechen. Den kennen Sie alle, die Agenda 2030, die sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals. Und das 12. ist also unsere Kreislaufwirtschaft. Im Prinzip leben wir ja heute nach wie vor größtenteils in der linearen Wirtschaft. Und das Ziel muss selbstverständlich die Kreislaufwirtschaft sein. Ich sehe gerade, dass möglicherweise jetzt hier sogar einen anderen
Präsentationsmodus hier bekommen kann. Ich glaube, Sie können ruhig weitermachen. Man ja, ich habe gerade keines, es gäbe einen anderen Modus, aber bleiben wir bei dem. So, der New Green Deal, ausgerufen von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der war sehr gut gemeint. Sie hat ja damals gesagt, Circular Economy erected as number one priority of European Green Deal. Das war noch vor der Pandemie, das war noch vor dem Ukraine-Krieg und so weiter. Sie ist also leider auf den Boden der Realität geholt worden. Und dieses ganze Projekt Green Deal ist wesentlich verzögert worden, leider Gottes. Aber man darf ihn keinesfalls vergessen. Die Zukunft wird so sein, dass es ja Gesetze geben wird und die stehen ja unmittelbar vor der Türe, von der Europäischen Kommission ausgehend und vom Europäischen Parlament abgesegnet. Und ich darf da vielleicht an dieser Stelle vier nennen, die uns in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen werden. Das eine ist einmal die EU-Taxonomie-Verordnung. Das zweite sind überhaupt die ESGs, also Environment Social Governance. Dann die EU-Lieferkettengesetze, die uns ins Haus stehen. Und dann natürlich das sehr Wichtige sind die CSRD, also die Corporate Sustainability Reporting Directive. Und es müssen sich alle Firmen mit diesen Themen intensiv beschäftigen. Da gehört natürlich die Kreislaufwirtschaft auch hinein. Und alle Firmen, die sich möglichst rasch damit beschäftigen, haben eindeutige Konkurrenzvorteile. Also das ist erwiesen, aber schlussendlich muss jeder machen. Ich weiß aus Erfahrung, dass es viele Firmen gibt, auch kleine Unternehmen. Und wir haben in Österreich 98% KMUs, die wirkliche Probleme haben, weil die auch nicht die Ressourcen haben, um das umzusetzen. Bei großen Firmen ist das was anderes. Die haben eigene Abteilungen oder eigene Leute dafür. Aber bei kleinen Firmen ist das eine echte Herausforderung, wenn man also diese ganzen Dinge erfüllen will. Schon gesagt, Abfall ist natürlich ein Rohstoff für neue Produkte. Also darf keinesfalls, wie das ja nach wie vor sehr oft passiert, verbrannt werden. Was sind also die Ziele dieser Kreislaufwirtschaft? Also erstens einmal sollten keine giftigen Chemikalien in den Produkten sein. Dann ganz entscheidend ist das sogenannte Eco-Design. Also das heißt, man soll sich vor der Entwicklung eines Produktes überlegen, was soll mit meinem Produkt am Ende des Lebenszyklus passieren. Man muss auch sogenannte Rücknahmesysteme sich überlegen. Gibt es einige sehr gute Modelle schon. Dann muss man auch über zukunftsfähige Kunststoffe sprechen, also zum Beispiel biologisch abbaubare Kunststoffprodukte. Dann ein absolutes No-Go sind die Verbundstoffe. Also Verbundstoffe in jeder Form auch immer sind nicht recycelfähig. Also das heißt, man muss es möglichst so trennen oder so konzipieren, dass man es relativ leicht trennen kann. Natürlich, und das ist ein entscheidender Punkt, sollen es gewinnbringende Kreislaufwirtschaftskonzepte sein, weil viele Unternehmer sagen, ja, ich weiß eh, dass ich das machen muss und so weiter, aber das kostet wieder so wahnsinnig viel und das kann ich mir nicht leisten und so weiter. Also es gibt Konzepte, die absolut auf Gewinn ausgerichtet sind, nur muss man wissen, wie man das macht. Dann geht es auch um die Reduzierung des Produkthaftungsrisikos durch Transparenz und die erfolgt hauptsächlich über Zertifizierungen. Das spielt auch ein bisschen in den Versicherungsbereich und so weiter hinein. Dann muss es, und das sehen wir nachher noch, ein einheitliches Öko-Labeling geben und es muss eine innovative Transformation der Wirtschaft geben und der Industrie, aber wie schon erwähnt vorher, in enger Kooperation mit dem Handel, weil ohne den wird es nicht gehen. Das heißt, es geht schlussendlich um eine Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das ist hier symbolisch dargestellt mit dem Eisberg. Also es soll nicht verborgen bleiben, was da alles noch beim Produkt dahinter steht, sondern es muss ganz offen dargestellt werden. Und die Unternehmen müssen und werden eine Verantwortung für ihre Produkte übernehmen. Das Eco-Design habe ich schon erwähnt. Und es wird auch eine Verpflichtung geben, Produkte wieder zurückzunehmen. Und dann gibt es auch Modelle von Leasing-Varianten für Produkte. Also man muss nicht unbedingt ein Produkt besitzen
Also ich sage jetzt einmal als Beispiel, ein Fenster muss ich nicht besitzen, da kann ich das leasen für 10 Jahre durchschauen. Also das nur einmal als plakatives Beispiel. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass man die Inhaltsstoffe sich anschaut, genau, und zwar speziell auch bei den Importen aus Asien zum Beispiel. Weil es ist ja nicht einzusehen, dass europäische Unternehmen besonders, sage ich jetzt einmal, brav sind, ja, und alle Dinge erfüllen. Und dann wird hemmungslos importiert. Und da sind dann alle möglichen Dinge drinnen, die genau nicht gewünscht sind. Das heißt, es müssen auch die ausländischen Firmen, die nach Europa exportieren wollen, gewisse EU-Umweltstandards erfüllen. Daran wird gearbeitet, aber da sind wir noch ein bisschen entfernt davon. Und um diese Produkthaftungsrisiken zu reduzieren, ist es sinnvoll, wenn man Zertifikate ausstellen lässt. Allerdings muss man da sehr, sehr aufpassen, weil es gibt unglaublich viel Greenwashing. Es gibt viele Firmen, die nach außen hin sagen, ja, wir sind super und wir haben unser eigenes Label und so weiter, und in Wirklichkeit steht nichts dahinter. Die drucken irgendeinen grünen Baum in ihr Prospekt und sagen, wir sind eh schon so grün und so nachhaltig und so weiter. Also man muss sich wirklich anschauen, wer zertifiziert das, und dann kann man das auch guten Gewissens herzeigen. Wir leben ja heute in einer Zeit des Cradle to Grave, also von der Wiege zur Bahre. Also was machen wir? Wir entnehmen etwas, Rohstoffe, wir machen was draus, sprich Produktion, wir verwenden es und dann schmeißen wir es weg. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht in Zukunft brauchen, sondern der richtige Weg ist jetzt als eines der Beispiele das sogenannte Cradle to Cradle, das ich auch bei mir in der Firma eingeführt habe. Und das ist eben von der Wiege zur Wiege. Und hier unterscheiden wir zwischen zwei Kreisläufen. Das eine ist der technische Kreislauf und das andere ist der biologische Kreislauf. Also hier beim technischen haben wir als Beispiel diese Waschmaschine, die dann nach der Verwendung zerlegt wird und so weiter. Und dann gibt es einen sogenannten technischen Nährstoff und der fließt wieder in die Produktion und dann entsteht wieder eine Waschmaschine. Oder der biologische Beispiel eines Baumwoll-T-Shirts zum Beispiel, das wird nach der Nutzung einem biologischen Abbau zugeführt, dann entsteht eben dieser biologische Nährstoff und dann kann das eben wieder in die Produktion einfließen. Also das wäre die Idealvorstellung. Es gibt hier eine Organisation, mit der ich sehr eng zusammengearbeitet habe, die 1987 schon gegründet wurde, die heißt EPEA. Und das ist eine Abkürzung für Environmental Protection Encouragement Agency. Und die haben das eben für dieses Cradle to Cradle, also abgekürzt C2C, entsprechend entwickelt. Die sitzen in Hamburg. Es geht hier auch um die Kategorisierung der Materialien. Also es geht nach bester Qualität der Rohstoffe, es geht um Chemikalien, es geht um Inhaltsstoffe. Und da gibt es eben unterschiedliche Kategorien. A, B, C, X, Grau und Band. Band heißt also, wenn es ein No-Go ist, wenn es nicht eingesetzt werden kann. Und schlussendlich gibt es dann eine Zertifizierung und die orientiert sich nach vier oder eigentlich fünf Gruppen. Das eine ist also die Basic, dann gibt es Bronze, Silber, Gold und Platin. Platin erreicht fast niemand, aber Gold sehr wohl Firmen. Und dann wird nach fünf Kriterien das ausgewählt. Also das eine ist die Material Reutilization, also die Wiederverwendung. Dann Material Health, da geht es um die Chemikalien. Dann geht es um die Renewable Energy. Dann geht es um Water Stewardship und also ums Abwasser und um die Social Fairness. Das ist auch ganz wichtig, dass das mit eingebunden ist. Das Ganze wird dann zertifiziert in einem sogenannten Product Innovation Institute in Temple in San Francisco. Und dann bekommt man also diese Zertifizierung ausgestellt. Und da stehen Wissenschaftler dahinter. Also das ist nicht irgendein Greenwashing. Dann kriegt man so ein Zertifikat, so schaut es aus in der Praxis dann. Und da gibt es viele Beispiele und einige schauen wir uns davon an, die schon zertifiziert sind. Ja, und zwar werden nie Firmen zertifiziert, sondern immer nur Produkte oder Produktgruppen. Da gibt es also Beispiele wie vielleicht die bekannteren Philips oder in Österreich Wolfort oder Puma
oder Frosch eben und andere, die also diesen Prozess schon durchgemacht haben. Schauen wir uns kurz einmal Wolfort an. Die sind sehr, sehr weit. Wolfort ist ja bekanntlich ein Unternehmen in Vorarlberg, gehört aber mittlerweile einem großen chinesischen Konzern, der heißt Fosun. Und die setzen das aber Gott sei Dank auch fort. Und es gibt zahlreiche Produkte, die schon, so wie wir das auf dem linken Bild hier sehen, schon eben zertifiziert sind. Und das Ziel von Wolfort ist, dass sie in einigen Jahren alle Produkte zertifiziert haben. Frosch, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Reinigungsmittel kennt jeder, die sind also auch zertifiziert. Und wenn Sie in den Supermarkt gehen, können Sie schauen, dass auf den meisten Froschflaschen hier dieses Zertifikat, dieses Label da zu sehen ist. Dann gibt es auch als Beispiel die biologisch abbaubare Trinkflaschen. Das ist eine Firma aus Deutschland, die heißt Bionix. Und die haben das also auch entsprechend umgesetzt. Ich habe also zwei von diesen Flaschen und die sind sehr praktisch. Aber wenn man auch das Gefühl hat, die sind also entsprechend auch konstruiert und man kann sie dann entsprechend in den Kreislauf wieder zurückführen nachher, dann ist das ein sehr gutes Gefühl. Sie kennen sicherlich die große deutsche Firma Bauwerk. Die produzieren Parkettböden. Die waren also vor einigen Jahren auch total begeistert und haben mittlerweile fast alle ihre Produkte umgestellt. Und warum machen diese Firmen das? Die machen das deswegen, weil sie sagen, wir wollen eben nicht zu den Greenwashern gehören, sondern wir wollen wissenschaftlich unterlegt auch diese Dokumente vorweisen können, und die werden eingefordert. Ob das jetzt von den Versicherungen ist oder ob das von den Banken ist, man wird in Zukunft gar keinen Kredit mehr bekommen, wenn man nicht vorweist, dass man ein zum Beispiel kreislaufwirtschaftsfähiges Unternehmen ist. Und deswegen ist es so wichtig, natürlich alles in Verbindung mit den Vorgaben, die es also von der EU ausgehen wird. Und da ist diese CSRD, diese Corporate Sustainability Reporting Directive, ganz wichtig. Also das wird jedes Unternehmen machen, und Kreislaufwirtschaftszertifikate werden da auch eine ganz wesentliche Rolle spielen. Ein weiteres typisches Beispiel von einer erfolgreichen Umsetzung ist zum Beispiel die Firma Japanstütz. Die sitzen in Bielefeld. Und die haben eine riesige Kollektion, das ist übrigens der größte Stoffgrossist weltweit. Und die haben eine Kollektion, die heißt Climatex, entwickelt, und die ist also auch komplett zertifiziert und eben kreislaufwirtschaftsfähig. Oder schauen wir in die Schweiz hinüber. Da gibt es zum Beispiel eine Firma, die heißt Giroflex. Die produzieren Bürostühle. Und die sind also auch komplett zerlegbar und in ihren Einzelteilen dann nach der Verwendung wieder in den Produktionsprozess zu führen. Und die haben sich das ganz genau überlegt und sind auch mehrfach ausgezeichnet worden dafür. Oder schon erwähnt, die Firma Puma, die hat einige Artikel, dazu gehören T-Shirts oder solche Sneakers und Rucksäcke und ähnliche Dinge, die eben auch nach diesem System hier zertifiziert worden sind. Ein weiteres Beispiel, und mir ist es wichtig, dass Sie sehen, dass das schon lebt. Also wir reden über Kreislaufwirtschaft jetzt nicht hier in der reinen Theorie, was schrecklich wäre, sondern wir sehen hier Firmen, und zwar bedeutende Firmen, internationale, die das schon umgesetzt haben und damit erfolgreich sind. Die Firma Desso ist die größte Teppichfirma in Holland. Ja. Also die machen Spannteppiche, Auslegeware nennt man das. Und die haben also auch hier ein Netzwerk geschaffen und haben alle ihre Produkte entsprechend zertifizieren lassen. Der größte Hersteller von Polo-Shirts in Deutschland ist die Firma Trigema. Und die haben alle ihre Produkte komplett umgestellt. Und sie nennen das Trigema Change. Und sprechen unglaublich viele junge Leute an. Und das ist eigentlich das Positive dabei, dass man sieht,
dass hier die Jugend sehr reflektiert auf diese Dinge. Und im Endeffekt geht es ja um die Jugend. Ja. Ich habe da im Hintergrund gesehen bei der Frau Bürek Boropatich, sie hat da ein Baby, glaube ich, hinten. Ja, genau um diese Generation geht's. Ja. Für die müssen wir das alles machen. Wir müssen jetzt die Grundlagen dafür schaffen, dass dann diese Generationen entsprechend eine lebenswerte Umwelt vorfinden. Und im Endeffekt muss man auch ehrlich sein, die großen Verbrechen sind gemacht worden in den letzten, also unsere Generation und die vorliegende Generation, weil das Plastik gibt es noch nicht so lange. Und da ist unglaublich viel passiert und das muss man jetzt stoppen und die richtigen Maßnahmen setzen, damit das eben wieder in die richtigen Bahnen kommt. Und da gehört die Kreislaufwirtschaft dazu, weil wir müssen schauen, dass wir das eben in diesen Kreislaufen halten zur Ressourcenschonung. Ein Beispiel aus der Schweiz wieder ist eine Gebäudemanagementfirma, die nennt sich Hochtief. Was machen die? Die erfassen sämtliche verbaute Rohstoffe und Produkte und dann wird die Kreislauffähigkeit in der Planung berücksichtigt. Und dann geht es natürlich um die Erhaltung der Rohstoffqualität und um eine modulare Bauweise für bessere Trennbarkeit und so weiter. Und dann eben die Darstellung der betriebswirtschaftlichen Betrachtung und Vorteile für Investoren. Also gerade im Baubereich passiert unglaublich viel und da beschäftigen sich aber die großen Baufirmen schon sehr intensiv damit. Ich selber habe das also auch umgesetzt. Frau Dr. Kopp hat das ja schon erwähnt vorher. Ich war wirklich Pionier in Österreich. Wir haben das damals genannt Returnity, der Stoff der vielen Leben, also von Return zurückgeben und Eternity, die Ewigkeit, ist Returnity daraus geworden. Und das, ich bin überall auf allen möglichen internationalen Konferenzen eingeladen worden. Und die haben alle gesagt, Schatz, Herr, da ist einer, der redet nicht mehr drüber, sondern der macht das schon. Und das war in den Jahren 2008 bis 2012. Die Holländer, Niederlande, die nehmen nach wie vor eine Kreislaufwirtschaftsführungsrolle ein. Da gibt es zum Beispiel einen Ort, der heißt Venlo, der ist an der deutsch-holländischen Grenze. Und die haben die Vision, eine Stadt ohne Müll. Dass das eben alles in Kreisläufen geführt wird. Die sind schon fast dort und sehr erfolgreich und wirklich ein Beispiel, ein positives. Es hat auch ein Städteprojekt gegeben, wo 10 Regionen eingebunden waren. Da war Limburg, Projekt federführend. Graz war damals unter dem Bürgermeister Nagel noch auch einer der Vorreiter, kann man sagen. Und ganz entscheidend ist auch überhaupt die ganze Verpackungsindustrie. Und wenn man sich heute anschaut, wenn man in den Supermarkt geht, was da alles für Produkte angeboten werden, mit aufwendigsten Verpackungen. Und da muss man ja zum Beispiel auch darauf achten, dass in diesen Druckfarben keine giftigen Chemikalien drinnen sind. Die migrieren ja dann in die Lebensmittel. Man muss also schauen, dass man die Verpackung entweder gescheit macht und umweltfreundlich macht oder reduziert. Ja, weil man braucht nicht, wenn ich mir 6 Äpfel kaufe, brauche ich die nicht in einer Box mit einer Folie drüber. Ja, also da muss auch ein bisschen die Industrie drüber nachdenken, wie man das optimieren kann. Ganz wichtig ist natürlich die Schaffung von Rahmenbedingungen durch die Politik. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa. Das heißt, es müssen Anreize geschaffen werden, weil die meisten Unternehmen haben Angst, dass sie damit Kosten völlig überrannt werden. Und da muss es Steuererleichterungen für Unternehmen geben, die kreislauffähige Produkte herstellen. Oder es muss Förderungen geben, was auch immer. Also man muss den Unternehmen, die bereit sind, so etwas zu machen, sie müssen es eh am Ende des Tages, aber trotzdem am Anfang ist es noch freiwilliger, helfen, finanziell helfen. Und wie erwähnt, es gibt 98% KMUs in Österreich und die sind überfordert, die meisten. Und die müssen unterstützt werden und das ist halt ganz wichtig.
Ja, wir haben unser Regierungsprogramm, das gilt noch bis 2024. Nächstes Jahr im Herbst haben wir ja bekanntlich Wahlen. Aber in diesem Regierungsprogramm gibt es zahlreiche Vorhaben für die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft. Und ich selber arbeite intensiv mit dem BMK, also dem Umweltministerium, zusammen, von der Frau Gewessler und mit ihrem Team. Und wir haben also die Kreislaufwirtschaftsstrategie entwickelt. Ein großes Team, und da ist auch die Industrie eingebunden worden und Handel und alle. Und da, jetzt gibt es diese Kreislaufwirtschaftsstrategie, und die ist im Dezember des vergangenen Jahres offiziell von der Regierung abgesegnet worden, vom Ministerrat. Und jetzt gilt es, das umzusetzen. Also das ist ja nur reine Theorie, was da drinnen steht, aber jetzt muss es mit Fleisch befüllt werden. Und jetzt muss es wirklich umgesetzt werden. Und das ist jetzt die große Aufgabe für alle, dafür zu sorgen, dass das eben schrittweise passiert. Weil was da drinnen steht in der Theorie ist gut und ist richtig, aber ohne praktische Umsetzung wertlos. Es gibt Gott sei Dank Fördermöglichkeiten in Österreich. Ich erwähne da die FFG zum Beispiel als eine Sache. Eine Organisation, die das sehr effizient macht. Es gibt aber natürlich auch EU-Förderungen, klarerweise. Aber das Ganze ist teilweise auch ein Förderdschungel. Und viele, und ich weiß das aus der Praxis, aus den verschiedensten Gesprächen, sind verzweifelt, weil sie sagen, es gibt so viel, das kenne ich mir nicht aus und so weiter. Es gehört also eine Transparenz geschaffen für die Förderungen, für die Unternehmer, dass die wissen, wo kann ich mir welche Förderung abholen. Man muss fairerweise sagen, das Abholen einer EU-Förderung zum Beispiel ist ziemlich aufwendig von der Administration her. Oft müssen auch Partner aus anderen Ländern dabei sein und so weiter. Aber man darf sich da nicht einschüchtern lassen. Ich meine, es gibt viel Geld, das da zur Verfügung steht, und man muss sich da durchkämpfen, um also da entsprechend hier diese Förderungen abholen zu können. Das ist eines meiner Aufgaben mit meiner Consulting-Firma, die Firmen zu begleiten, weil ich weiß, wie das funktioniert, ich habe es selber gemacht, um also hier den kürzesten Weg zu solchen Förderungen, aber auch zur Umsetzung der betriebsinternen Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen. Ja, die Umsetzbarkeit ist wichtig und vor allem die Rechtssicherheit ist wichtig für die Industrie und für die Wirtschaft. Das heißt, die Ziele, die müssen, die vorgegebenen Ziele von der Europäischen Kommission oder von wem auch immer, müssen umsetzbar sein. Es darf also keine Überregulierungen geben, es darf keine zu hohen finanziellen Belastungen geben. Und es muss, wie gesagt, klare Gesetze geben, also damit es eine Rechtssicherheit gibt. Und es müssen die verschiedensten Umweltgesetze in Österreich natürlich auch entsprechend vereinheitlicht werden. Ja, das ist einmal ein kleiner Überblick, nicht alle zu sehen, aber es gibt 400 Öko-Labels am Markt. Also der arme Konsument kann sich nicht auskennen. Ja. Und jeder von denen sagt, na, wir sind die Besten. Also unser Label kann alles. Ja. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir wissen aus Untersuchungen, dass 90% Greenwashing ist. Ja. Und das ist das Gefährliche dabei. Das heißt, man darf sich oder sollte sich nur mit Instituten oder Zertifizierungsstellen beschäftigen, die Wissenschaftler im Hintergrund haben und die das auch wirklich wissenschaftlich erarbeiten. Ja. Und nicht nur den berühmten grünen Baum ins Prospekt drucken. Gut wäre natürlich, wenn man das reduzieren könnte, diese Öko-Labels, dass es auf ein Öko-Label heruntergebrochen werden kann, ist eine Illusion, aber zumindest auf ein paar. Also zum Beispiel das EU-Öko-Label, das gibt's schon, aber das ist natürlich auch nicht überall eingeführt. Oder Cradle-to-Cradle oder der sogenannte GRS, das ist der Global Recycled Standard, speziell für PET-Flaschen oder solche Dinge. Dann das Umweltzeichen, das österreichische, damals vom Herrn Hundertwasser grafisch gestaltet, oder dieses Ökotech Standard 100, auch in Österreich entwickelt worden, oder Fairtrade oder der grüne Punkt. Das sind ein paar Beispiele, wo das also im Endeffekt hingehen könnte.
Ja, es geht um die sogenannte Push-and-Pull-Strategie entlang der Wertschöpfungskette. Also das beginnt beim Rohmaterial, geht über Industrie, geht über Großhandel, Einzelhandel und dann schlussendlich natürlich zum Konsumenten. Und entlang dieser Wertschöpfungskette muss es diese schon erwähnte Transparenz geben. Naja, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, die Kreislaufwirtschaft kann man nicht erzwingen, indem man nur Vorschriften macht, sondern es muss eine Begeisterung ausgelöst werden für diese, und ich bezeichne es jetzt einmal als neue Bewegung. Es geht nur, dass wir an einem Strang ziehen. Und es geht auch nur, wenn Österreich oder Europa, sage ich jetzt einmal, eine gewisse Vorreiterrolle einnimmt, ein Vorbild darstellt. Weil schlussendlich müssen wir Länder wie USA oder China oder Indien und so weiter auch dazu bewegen, dass die das auch umsetzen. Weil es ist viel zu wenig, wenn wir in Österreich das brav machen oder vielleicht in Europa. Aber im Endeffekt ist das ein absolut globales Problem. Und wir bekommen diese Schwierigkeiten nur in den Griff, wenn wir das einheitlich abarbeiten. Und ich meine, wir reden da sehr viel über Klimaschutz und so weiter. Ja, wichtig, selbstverständlich. Wir sehen ja die Klimaveränderung und so weiter. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Erhalt der Ressourcen auch hier verfolgt werden muss. Es geht nicht nur um Klima, sondern es geht um die Ressourcen. Und da ist die Kreislaufwirtschaft entscheidend. Und deswegen kämpfe ich mit Leidenschaft dafür, eben um diesen nächsten Generationen hier eine lebenswerte Zukunft bieten zu können. Wir haben alle Chancen, das noch zu machen. Es gibt noch Möglichkeiten, das zu stoppen oder zu verlangsamen, wie auch immer. Das ist unsere verdammte Pflicht der heutigen Generation, die in charge ist. Leider Gottes werden wir täglich eingeholt von irgendwelchen Horrormeldungen, konkret und ähnlichen Dingen. Dabei, wir entwickeln uns leider in die falsche Richtung zum Teil. Aber wenn man diese Milliarden, die jetzt in Aufrüstung und ich weiß nicht was hineingesteckt werden, in gezielte Maßnahmen für die Rettung des Planeten oder in die Kreislaufwirtschaft oder wo auch immer hin investieren würde, na, dann wird's mit der Welt besser aussehen. Und ich verstehe die Diskussionen nicht, dass man sagt, na, jetzt müssen wir Mars fliegen, weil irgendwann wird die Erde nicht mehr bewohnbar sein. Und dann braucht man einen Platz, wo die Menschen überleben. Also so ein Schwachsinn wird von den Wissenschaftlern diskutiert. Schauen wir, dass wir die Erde lebenswert erhalten und dann ist alles gut. Also das nur einmal so ein kurzer Überblick, auch was sich alles in der Praxis tut, und ich werde mich weiter intensiv einsetzen und kämpfen dafür und hoffe, möglichst viele Mitstreiter zu finden. Ja, recht herzlichen Dank, bin ich schon freigeschaltet, ja. Auch recht herzlichen Dank, Herr Backhausen, für Ihre Ausführungen. Also ich habe teilweise mitgeschrieben und ich hätte sehr viele Fragen. Aber ich sehe, wir haben im Chat eine Frage und ich ersuche um kurze Antwort. Es wird hier gefragt zum Thema der Öko-Labels. Gibt es eine Website, wo man Fake-Eco-Labels abfragen kann? Zum Beispiel ein EU-Verzeichnis. Was ist da Ihre Erfahrung dazu? Es gibt alle möglichen Verzeichnisse, muss man fairerweise sagen. Und es gibt viele, die sagen, ja, so, wenn du da drauf gehst, dann hast du den richtigen Überblick. Ich kann nur sagen, die es schon gemacht haben, es gibt zum Beispiel ein Verzeichnis von Cradle-to-Cradle zertifizierten Unternehmen. Ja, es geht von diesem C2C Certified aus. Und da sieht man, das sind international viele Unternehmen, die das eben schon machen. Diese Liste von banned oder nicht genieße ich etwas mit Vorsicht, muss ich gestehen. Das heißt, es gibt sozusagen eine Positivliste. Genau. Sehr gut. Wenn Sie Fragen haben, der Experte steht Ihnen zur Verfügung. Dann darf ich vielleicht einmal kurz selber hineingrätschen, weil ich
mit viel Interesse zugehört habe. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind momentan Gesetze und damit auch Sanktionen noch nicht vorhanden. Aber ich habe den Eindruck, dass dieses Thema sehr stark korreliert mit der Lieferketten-Thematik, weil hier gibt es zumindest ja schon einmal einen EU-Vorschlag und in Deutschland ein Gesetz, das bereits in Kraft ist. Möchten Sie dazu etwas sagen? Ja, also ich habe das vorher schon erwähnt. Es gibt im Grunde genommen diese vier, die zum Gesetz werden. Das ist, wie gesagt, die Taxonomieverordnung, das ist ESG generell, das ist das Lieferkettengesetz und die Corporate Sustainable Reporting Directive. Jedes Unternehmen wird das in den nächsten wenigen Jahren erfüllen müssen. Ja, und das sind zum Teil ist es in der Entwicklung, zum Teil ist es schon in der Vorlage, zum Teil ist es auch schon abgesegnet, aber es kommt schneller, als man glaubt. Das heißt, je schneller man sich vorbereitet darauf, und diese Textentwürfe liegen vor, die kann man sich alle im Internet anschauen. Das ist kein großes Geheimnis. Ja. Vielleicht gibt es dort oder da in manchen Entwürfen noch kleine Änderungen in Zukunft, kann schon sein. Aber man ist sehr gut beraten, wenn man sich zu diesen vier Themen im Internet das anschaut und damit beschäftigt und das auch überlegt, was trifft auf mich zu und in welcher Form kann ich es umsetzen. Also es gibt schon diese Dinge. Entschuldigung, vielen Dank. Vielleicht kommen wir, wie gesagt, bitte, da ist die Frage im Chat, ich darf es Ihnen vorlesen. Ist die Kreislaufwirtschaft in der EU-Taxonomie verankert und wenn ja, wie ist der aktuelle Stand? Die Kreislaufwirtschaft ist voll verankert in der Taxonomieverordnung und es gibt Bereiche, wo das auch genau beschrieben ist. Also die Kreislaufwirtschaft ist ein fixer Bestandteil. Ich habe eine sehr schöne Folie, leider Gottes jetzt nicht griffbereit, aber ich schicke sie Ihnen. Frau Dr. Kopp, die können Sie gerne in die Runde schicken, so wie meine Präsentation im Übrigen auch, wo man die ganzen Verknüpfungen sieht, der Kreislaufwirtschaft zu den verschiedensten Vorschriften der EU. Und das ist also auf den ersten Blick eigentlich schockierend, wie kompliziert das alles ist. Aber das schicke ich Ihnen und das kann jeder gerne anschauen. Das ist von der Industriellen Vereinigung Österreich entwickelt worden. Wir verschicken das über unsere Newsletter. Vielen Dank. Ja, gut. Gibt es weitere Fragen der Teilnehmer, Teilnehmerinnen via Chat oder Sie können sich auch freischalten und direkt fragen? Herr Backhausen, wie ist denn generell Österreich so aufgestellt im europäischen Vergleich? Also wir sind gar nicht so schlecht, wie man glaubt. Das muss man auch sagen. Jeder sagt immer, naja, Österreich hängt so nach. Das stimmt nicht. Also es gibt sehr viele Firmen, die sich sehr intensiv hier schon einsetzen dafür. Und wir sind, ich würde sagen, im guten Mittelfeld. Ja, wir sind keine Spitzenreiter, aber wir sind sicherlich keine Nachzügler. Und ich glaube, wenn wir so weitermachen, sind wir auf gutem Wege. Aber es ist noch ein weiter steiniger Weg, das ist keine Frage. Wunderbar, Sie haben hier ein sehr interessantes Produkt genannt. Überall, also ich habe im Vorfeld gesagt, die Produkte, die hier als Beispiele genannt werden, werden Sie viele davon kennen und in Zukunft manche vielleicht neu kennenlernen. Ich habe spannend gefunden, dass Sie Puma genannt haben. Wenn es mich nicht täuscht, ist das Zwillingsprodukt zu Adidas. Adidas hat mittlerweile einen anderen Eigentümer, bei Puma weiß ich es nicht. Interessanterweise haben Sie Patagonia nicht genannt. Ist das also fallen die hier auch irgendwie rein? Ist ein amerikanisches oder südamerikanisches Unternehmen? Was fällt Ihnen zu denen ein? Also das ist ja nur eine Übersicht gewesen oder sagen wir mal eine Auswahl von einigen, die das schon machen oder gemacht haben. Es gibt mittlerweile viele, die das auch schon zertifizieren haben lassen. Ob jetzt Adidas dabei ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, es gibt diese Übersicht über zum Beispiel die Quell-to-Quell-Zertifizierten. Da kann man auf die Homepage gehen von dieser San Francisco, von diesem Institut. Das heißt c2c-certified.org ist die E-Mail-Adresse.
oder Homepage. Und da kann man sich das anschauen, wer schon alle dabei ist. Aber natürlich, es gibt nicht nur Cradle to Cradle, es gibt andere Möglichkeiten auch. Und schrittweise, speziell die Großen, können sich es gar nicht mehr erlauben, nicht irgendetwas zu machen. Die müssen auch quasi Vorbild werden. Es gibt keine Liste, wo man sagt, so die und die sind es jetzt und die sind es noch nicht, weil das sich ständig jeden Tag verändert. Verstehe. Was ich auch mitgenommen habe, dass es wahrscheinlich unterschiedliche Branchen unterschiedlich betrifft. Welche Branchen müssten sich hier quasi an vorderster Front mit dem Thema auseinandersetzen aus Ihrer Erfahrung? Oder kann man das so nicht sagen? Ist das eine falsche Annahme? Nein, das kann man schon sagen. Nehmen wir zum Beispiel Textil. Ja. Textil ist der Abfallverursacher Nummer 4 weltweit. Ja. Und wenn Sie sich anschauen, welche unfassbar hohen Textilberge Abfall in Afrika landen oder dort sind und die ganzen gebrauchten Textilien werden dorthin geschickt, ja, teilweise verbrannt, aber sehr viel dorthin geschickt. Und dort passiert genau gar nichts damit, ja, sondern das landet auf diesen Bergen. Da muss intensiv angesetzt werden. Und es gibt ja schon sehr intensive Bestrebungen, das technisch auch zu lösen. Also zum Beispiel im Baumwollbereich funktioniert das schon ganz gut, also im zellulosischen Bereich zum Beispiel. Aber das Problem, und deswegen sage ich, muss man im Textilbereich sehr ansetzen, liegt bei den Fasermischungen. Weil viele Textilien bestehen ja nicht nur aus Baumwolle oder nur aus Polyester. Wenn das so wäre, wäre das super. Weil dann könnte man aus einem Baumwoll-T-Shirt könnte man wieder ein Baumwollgarn machen und dann wieder aus diesem Baumwollgarn ein textiles Baumwollprodukt oder Polyester genauso. Aber wenn das jetzt eine Mischung aus Baumwolle und Polyester ist, da gibt es im Übrigen jetzt schon Tests im Labor, wo man das mit Enzymen trennen kann. Aber in allen anderen Bereichen, wenn da jetzt 3, 4 verschiedene Komponenten drinnen sind, geht das nicht. Das heißt, es muss ein Umdenken bei den Herstellern vollzogen werden. Und da landen wir jetzt wieder in Asien drüben, weil die meisten Textilien oder viele Bekleidung wird in Asien produziert. Ja, und dann müssen die großen Konzerne, die in Asien einkaufen, müssen ihre Lieferanten an der Kantare haben und sagen, so Freunde, ihr dürft jetzt nicht so Mischgewebe machen, sondern das muss eben sortenrein sein, weil dann tun wir uns leichter beim Recycling. Und wir bekommen ja Anfang 2025 gibt's ja die getrennte Textilsammlung, ist vorgeschrieben von Österreich. Da gibt zwar noch keine endgültigen Lösungsansätze, aber es muss was passieren. Das heißt, da wird es wahrscheinlich 2 Container geben. In den linken kommen die man verwenden kann noch, die in den Second-Hand-Handel hineinkommen. Und das andere sind die eben nicht mehr verwendbaren. Und da gibt es mittlerweile schon Maschinen, die erkennen, und zwar mit künstlicher Intelligenz und Optik und so weiter, ist das jetzt ein reines Baumwollgewebe, ist das jetzt ein Mischgewebe und was auch immer. Und das wird dann auseinandergeteilt und dann getrennt, recycelt. Sehr, sehr kompliziert, aber diese unfassbaren Mengen an Textilien, die es weltweit gibt, das ist ein gutes Beispiel, wo man sagt, das wird wirklich einmal angesetzt werden. Da hätte ich vielleicht noch eine Frage dazu. Gerade im textilen Bereich wird oft Werbung damit gemacht, dass die Kleidung aus recycelten Flaschen produziert worden ist oder aus Plastik, dass aus dem Meer gefischt worden ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch die Kritik, dass gerade diese recycelten Textilien sehr energieaufwendig sind in ihrer Herstellung. Also wie sehen Sie das? Wie sieht da der ökologische Footprint bei solchen Textilien aus? Also es stimmt. Sind die nicht so grün, wie sie scheinen zu sein, oder ist es doch noch eher kritisch zu betrachten? Also es ist ziemlich aufwendig, das hier wieder aus den Flaschen zurückzuholen. Aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Weil wenn man jetzt dieses PET, diese Plastikflaschen jetzt wirklich verarbeiten kann und wieder was draus machen kann, ist das positiv zu sehen. Und wenn also jetzt so ein Kleidungsstück vor einem hängt, wo steht, also aus PET-Flaschen gemacht, dann stimmt das. Das ist wirklich aus PET-Flaschen.
aber es ist natürlich ein kleiner Prozentsatz. Aber es ist auf der anderen Seite völlig richtig auch so, dass der Aufwand, das wieder, also zuerst einmal aus dem Meer zu fischen, weil sie das Beispiel gebracht haben, und bis das dann in der Produktion ist, bis geschmolzen ist, bis dann wieder eine Faser, ein Garn und Textil gemacht worden ist draus, das ist ein ziemlich langer Prozess. Aber auf der anderen Seite, wenn es gelingt, diese Ströme sehr wohl zu zentralisieren und zusammenzufassen und so weiter, und in Zukunft das nicht mehr so gemacht wird, dann ist das gut. Aber die Voraussetzung ist immer die Sortenreinheit. Wenn das nicht sortenrein ist, funktioniert das nicht. Ja? Also es ist ein Beginn, sagen wir mal so. Also das erinnert mich daran, ich habe mal eine Werbung von Wolford, nachdem Sie dieses Beispiel auch genannt haben, gesehen, dass die Strumpfhosen anbieten, die aus recycelten Fischernetzen bestehen. Ja. Also auch recht interessant. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr. Wenn ich so schaue, was Sie mehrfach gesagt haben, Sortenrein. Ich habe den Eindruck, dass neben der Industrie und dem Handel vor allem durchaus auf uns Konsumentinnen auch auf etwas, also dass das Bewusstsein auch für uns wichtig ist. Würden Sie dem beipflichten? Was ist unsere Rolle als Verbraucher? Oder haben wir hier keine Rolle in diesem Konstrukt? Ich halte die Rolle des Konsumenten für beschränkt wichtig. Warum? Der Konsument kauft das, was ihm angeboten wird. Ja, und natürlich haben viele, speziell die Jugend, den Wunsch, dass also hier mehr nachhaltig und neuen und Kreislaufwirtschaft vielleicht angeboten wird. Aber schlussendlich, auch wenn der das noch so will, wenn es nicht angeboten wird, kann er es nicht kaufen. Das heißt, deswegen ist ja auch der Titel meiner heutigen Präsentation Kreislaufwirtschaft, Industrie und Handel. Die zwei müssen zusammenarbeiten, weil wenn der Handel etwas nicht bei der Industrie bekommt, was er gern hätte, wird es nicht funktionieren. Und umgekehrt genauso. Wenn die Industrie was produziert, was der Handel nicht will, dann wird es nicht erfolgreich sein. Ja, das heißt, wenn sich die absprechen und schlussendlich dann ein kreislauffähiges oder nachhaltiges Produkt erzeugen und anbieten, dann wird der Konsument auch die Möglichkeit haben und es auch kaufen. Ja? Aber natürlich, es ist jede Aktion von Konsumenten gut, wenn die sagen in allen möglichen Veranstaltungen oder wo auch immer, das deklarieren, ja, wir wollen das, dann wird der Handel sagen, ja, so gut, wenn ihr das wollt, dann machen wir es. Ja? Aber wenn zu wenig Signale vom Konsumenten kommen, wird es weniger machen. Allerdings glaube ich, dass mittlerweile der Handel das schon verstanden hat und auch die Industrie, dass das nicht nur ein frommer Wunsch ist von irgendwelchen Grünen oder nachhaltig denkenden Menschen, sondern das ist die breite Masse. Das muss passieren. Ja, und mit diesen Vorgaben von der EU, die ich vorher erwähnt habe, wird es relativ rasch gehen. Also ein bisschen Druck muss da sein, weil ohne Druck, nur auf freiwilliger Basis, wird es nicht funktionieren. Danke, Herr Backhausen. Letzte Frage in die Runde. Gibt es noch irgendwelche Fragen an den Experten? Andernfalls würde ich dann langsam zum Schluss kommen. Sie haben hier, recht herzlichen Dank, Herr Backhausen, für die Ausführungen. Sie haben hier einen kleinen Vorschau bekommen, was wir bei unseren Aus- und Weiterbildungsprogrammen zu ESG und Sustainable Finance Ihnen auch bieten. Nicht nur die Inhalte, sondern, wie Sie auch hier sehen, erfahrene und hochkarätige Experten und Expertinnen. Also wenn das für Sie von Interesse ist, bitte schauen Sie auf unsere Website. Die Informationen und eine kurze Nachbearbeitung und Nachbereitung unserer Green Lectures von heute finden Sie in unserem Newsletter. Das heißt, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, was wir diesbezüglich planen, zu unserem Ausbildungsangebot, aber auch zu unseren laufenden Informationen, finden Sie das in unserem Newsletter. Hier auch die Frage, wenn es irgendwelche Themen gibt, die Sie interessieren, dann bitte schreiben Sie uns das. Wir greifen auch gerne Themen auf, die für Sie von Interesse und relevant sind. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für Ihr Interesse und Ihre rege Teilnahme. Bitte empfehlen Sie uns weiter. Sie finden alle relevanten Informationen nicht nur auf unserer Website, sondern auch hier im Chat.
Alles Weitere, wie gesagt, auf der Website. Wir freuen uns über Ihre Anregungen, Ihre Ideen und Ihre Weiterempfehlung. Vielen Dank an den Herrn Backhausen. Ihnen allen einen schönen Nachmittag und noch einen guten Start in die restliche Woche. Ihre Heidrun Kopp. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.